Verbuschung ist schweizweit ein Problem. Vor allem im Sümmerungsgebiet betrifft das einen Haufen Alpbewirtschafter. Wir gehen heute auf eine Alp im Kanton Graubünden, um zu schauen, wie man dort mit dem Thema umgeht. Wir sind hier auf 1740 Meter. Wir haben zwischen 70 und 75 Kühe, die wir hier zwischen 80 und 86 Tagen haben. Die Verbuschung ist eher ein Problem von unternutzten Standorten. Pflanzen wie Heidelbeere, Heidekraut, Alpenrose oder auch Zwergwacholder kommen eher auf mageren oder extensiven Standorten vor oder eben respektive unternutzten Bereich. Bevor sich eine Alp entschließt, um beide Flächen zurückzugewinnen, muss sie sich grundlegende Fragen stellen. Kann die Fläche in Zukunft als Weidefläche genutzt werden? Sind die Tiere umeinander? Und kann die Bewirtschaftung so angepasst werden, dass die Verbuschung nicht wieder zurückkommt? Sind die zwei Punkte gegeben, kann man mit einer detaillierten Flächenpriorisierung anfangen und den Bereich ausscheiden, den man möchte, entbuschen. Folgende Aspekte sind bei der Flächenpriorisierung zu berücksichtigen. Flächen, die noch gute Futterpflanzen haben, eignen sich sicher besser zum Entbuschen als Flächen, die noch flächenhaft verbuscht sind. Denn zweitens sind es Flächen, wo die Folgebewirtschaftung einfacher anzupassen sind. Das können Flächen sein, die näher beim Stafel sind, besser erreichbar sind, wo es bereits Wasser hat für die Tiere beispielsweise, und auch Flächen, die ins ganze Beweidungskonzept besser reinpassen. Wir hatten in der Mitte eine sehr schöne Weide und die tun einfach gegen außen die Weide vergrößern. Da kann man auch gut fahren, dort, weil irgendwann sind wir im Anschlag von der Steile her und auch in diesen Steinen kann man auch nicht fahren. Und darum denke ich, da oben ist das Ideale. Die Flächenpriorisierung auf der Alp Malix hat dazu geführt, dass man sich für die Räumung von Randbereichen entschieden hat und nicht für grossflächig verbuschte Gebiete. Also ich bin etwa seit 10 Jahren hier ein bisschen am Mulchen. Wir haben 4 bis 5 Hektar Flächen dazu gewonnen. Für den Randbereich hat man sich entschieden, weil dort der Verbuschungsgrad noch tief war und noch gute Futterpflanzen vorhanden waren. Sprich, Klee hatte wie Rotklee und auch gute Futtergräser, wie zum Beispiel das Alpenrispengras. Das zeugt auch davon, dass dort der pH-Wert sicher 5 und aufwärts ist, also nicht so sauer ist. Darum auch gute Bedingungen bietet, dass die guten Futterpflanzen auch wachsen können. Durch das Entbuschen von den Randbereich gibt es natürlich Platz und Licht für die guten Futterpflanzen, die sich dann aus eigener Kraft dort auch ausbreiten können. Um die guten Futterpflanzen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, gibt es auch die Möglichkeit, zum Mist auszubringen. Wenn der Mist nicht von der Alp ist, dann braucht es eine Bewilligung dazu. Wir haben hier eine Bewilligung gekriegt vom Kanton. Wir dürfen alle Jahr Mist auf die Flächen. Es geht schneller, bis wir wieder grün haben. Ein weiterer Vorteil von der Entbuschung nur von der Randbereich ist, dass es nachher so ein mosaikhaftiges Bild gibt von Futterfläche und Zwergsträuchern. Das gibt dementsprechend dann auch Lebensräume für weitere Tier- und Pflanzenarten. Durch die situationsangepassten Massnahmen kann mit minimalem Aufwand das Maximum an Futterfläche nachhaltig zurückgewonnen werden. Im Gegensatz zu dieser mosaikartigen Entbuschung bedeutet eine grossflächige Räumung auch Verlust von wichtigen Lebensräumen für diese Pflanzen und Tierarten. In einem Bereich, der sehr stark eingewachsen sind mit Zwergsträuchern, findet man dort kaum sehr gute Futterpflanzen, wenn überhaupt. Dort ist der pH-Wert deutlich unter 5 und darum können die Pflanzen auch nicht wachsen. Auch eine Einsaat kann sich bei so tiefem Boden-pH-Wert sehr schlecht, wenn überhaupt, entwickeln. Man müsste sehr viel Kalk dazu bringen, um den pH-Wert zu lupfen, dass die Bodenbedingungen gut sind für gute Futterpflanzen. Für so Kalkgaben braucht es sicher eine Bewilligung und es ist fraglich, ob sich der Aufwand dann lohnt. Sehr stark verbuschte Flächen lohnen sich nicht zu räumen, weil die Bodenbedingungen so sauer sind und darum nur wieder die Zwergstücher aufkommen. Zur mechanischen Regulierung können verschiedene Geräte und Maschinen eingesetzt werden. Die Astschere zum Beispiel kann man brauchen, für einzelne Sträucher auszuschneiden, die schon gewisse Holzanteile haben. Der Freischneider eignet sich auch, um
Zwergstrüher entfernen mit geringem Holzanteil wie Heidelbeere, Heidekraut, aber auch jungen Alpenrosen. Man kann hier sehr punktuell arbeiten, also auch zwischen den Steinen. Brauchen könnte man den Motor mehr auch zum Einsetzen, wo sicher auch die Flächenleistung dann wahrscheinlich ein bisschen höher ist. Auch hier kann man sicher die Heidelbeere, Heidekraut, auch jüngere Alpenrosen sehr gut noch abhauen und wegtun. An den Motormäher gibt es auch die Mulchgeräteaufsätze, die man herantun kann. Dort kann man dann bereits wieder in Studen rein, die ein bisschen mehr verholzt sind. Sprichlich auch kleinere Zwergmacholderstuden, die man so auch gut wegbringen kann. Ein Traktor kann man brauchen mit einem Mulchgerät. Natürlich jetzt auch für Studen, die einen höheren Holzanteil haben, wie größere Alpenrosen oder Zwergwacholder. Das Gleiche ist dort, denke ich, zu beachten, wie auch beim Motormäher das Gelände tauglich ist, sprich keine Steine zwischendrin sind und nicht sehr zu hügelig und steil, dass man also auch gute Flächenleistung herkriegt. Größere und leistungsstärkere Geräte, die Grasnarben kaputt machen und die Bodenstruktur zerstören, haben im Sümmerungsgebiet keine Berechtigung. Eine Frage stellt sich noch, was passiert mit dem Pflanzenmaterial, das man mechanisch entfernt. Grundsätzlich gilt, eine Mulchschicht ist weniger fördernd für die Futterpflanzen unten dran, die wachsen sollten, als geschnittenes Material. Warum? Wenn wir eine Mulchschicht haben, kann der Luftaustausch wie auch der Feuchtigkeitsaustausch von der Atmosphäre zum Boden gehemmt sein, als wenn man es eben geschnitten hat und eher lose auflegt. Wenn man möchte, dass sich die Futterpflanzen schneller etablieren können, dann empfiehlt es sich, die Mulchschicht zu entfernen. Und die Studen? Lasse ich eigentlich alles liegen. Wo es relativ wenig Hügel hat, bleibt auch wenig liegen. Und dort geht es auch relativ schnell, bis wir wieder grün sind. Aber dort, wo ich jetzt dran bin, gibt es auch eine rechte Schicht. Und das braucht natürlich viel länger, bis das Zeug wieder anwächst. Damit die Flächen, die man jetzt entbuscht hat, nicht nach kurzer Zeit wieder verbuschen, ist es notwendig, dass man die Bewirtschaftung und auch der Weidedruck auf diesen Flächen anpassen tut. Das kann sein, indem man zum Beispiel mehrere Koppeln oder kleinere Koppeln erstellt und so den Weidedruck erhöhen kann auf diesen Flächen. Dass man vielleicht auch das Hofdünger, also die alpeigenen Dünger, das Management ein bisschen anpassen tut und solche Flächen auch vielleicht mal mischen tut oder allenfalls Güllen ausbringt, wenn das vorhanden ist. Triebwege erstellt, Tränken aufstellt oder gegebenenfalls auch andere Tiere auf so Flächen bringt. Eben wichtig ist, dass man die Entbuschungsflächen, dass man die wirklich nachher dazu schaut und ein paar Sperren mal auf den Buckel nehmen und das Zeug einzünden und die Kühe wirklich zuerst dort rein tut, wo man gemulcht hat, dass die Bewirtschaftung intensiv wird auf dieser Fläche und dann haben wir auch keinen Busch, kommt auch nicht mehr. Eine Regulierung von Zwergstreuern muss gut durchdacht sein, damit sie auch nachhaltig ist und dass man mit möglichst wenig Aufwand viel erreichen kann. Der Erfolg ist da. Wir haben wirklich die Flächen, die wir gemacht haben, sind immer noch grün, auch im Herbst. Ich denke, es lohnt sich.